Hui Leute, willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe hier wieder mal einen neuen Kameramann, aber diesmal ist der neu, weil er von Gigas kommt. Der Kameramann ist noch etwas neu und schüchtern, er lacht hinter der Kamera. Vielleicht werden wir irgendwann seine Stimme hören, wenn er aufgetaucht ist. Ich habe mich inspirieren lassen, auch wenn er mich nicht mehr mag, der liebe Leonidas. Nein, ich weiß es nicht, ich mache Spaß, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich von dir inspirieren lassen oder von den Strict-Curl-Meisterschaften. Und ich habe gedacht, wir gehen jetzt gleich ins Gym und ihr seht, wie geil ich abkacke, wie schön ich abkacke beim Strict-Curl oder nicht. So, Reisflocken vorm Training. So, Mäuschen. Gehen wir raus. Rausi, Brüscher Kaka. Du bist schon traurig, siehst du aus. Was ist los, Erna? Halt. Mäuschen, was ist denn los? Komm mal her. Bist du müde? Bist du müde? Komm mal her. Was ist denn los? Ja, bist du müde, Erna? Was ist los? Gehen wir raus. Bist du ein Känguru, Erna? Immer noch ein Zirkushund. Das hat sie schon von klein an gemacht. Ich weiß nicht, was das soll. So, Erna. Erna, gehen wir weiter. Gehen wir mal einen anderen Weg. Hier. Das kennen auch die Leute noch nicht. Hier sehen sie auch was Neues. Erna, hopp. Die rennt höher wie mein Kopf, wenn sie will. Nein. Bizeps Curl mit Erna. Das ist ihre Lieblingsaufgabe. Jetzt bringt sie mir den Mann. So, das war der Erna-Part. Jetzt geht's ab zum Training. Bis gleich. So, ich gehe einmal pullern. Das sauber zu machen, so ist schwer. Ich bin auch so ein Bekloppter, der das macht. Wenn ich euch sage, dass ich vorgestern Arme trainiert habe, ist das kein Wunder. Aber ich will keine Ausreden finden. Ihr wisst, warum der Teufel seine Mutter erschlagen hat, weil er keine Ausreden mehr hatte. Hat früher Arnold gemacht. 7 unten. Kurz Pause, 30 Sekunden und nochmal. 7 unten, 7 oben, 7 ganze. Sind 21. Und dann, wie man sieht, ich habe fette Arme, aber ein bisschen Pump ist da. Fettarme im wahrsten Sinne des Wortes, die Taxiblinker. Winker, Taxi-Winker, Jabba. Wisst ihr, was man bei dieser Übung merkt? Dass ich heute hätte nicht trainieren dürfen. Ich bin leicht erkältet. Die Nebenhöhlen läuft mir runter und ist mir gerade im Rachen reingelaufen. Deswegen lass mal sein, das war es jetzt für ein Training. Gleich seht ihr mehr. Tschüss. Meine Samba-Tänze. Ja, meine kleine Schinkenmaus. Ja. Ist das wahrscheinlich auf dem Bett. Fein, schmeckt gut, die Yummy. Protein on the way. Strawberry. Da haue ich mir jetzt einen rein, 30 Gramm Eiweiß und das schmeckt sogar. Schmeckt wie Buttermilch. Kann man trinken. So, da bin ich wieder.
Neues Gesicht, nicht ich. Ich bin alt, aber sehe wie neu ausgetunt, oder? Nein, Spaß. Da ist neues Gesicht. Aber man kennt ihn schon aus einem Video. Nein, aus zwei Videos sogar schon. Oh, du hast mich jetzt gezwungen, deinen Kuchen zu essen. Ach so, jetzt haut er auf die Kacke. Ich habe ihn gezwungen, den Kuchen zu essen. Habt ihr gehört? Wie Kautschuk war der? Da habe ich einen Eiweißkuchen, Käsekuchen gemacht. Das ist auch ein nächstes Projekt. Werde ich nochmal rantrauen, weil Käsekuchen ist mein Lieblingskuchen. Aber ich habe ihn noch nie hingekriegt, dass er schmeckt. So, jetzt, wir müssen los hier. Nee, Erna, du bleib hier. Blutet mir mal das Herz. Ey. Hier, guck mal, der Herr Dennis verdient Geld, Junge. Guck mal, was er für ein schönes Auto fährt hier. Nur, was sagt denn der TÜV dazu, Dennis? Was der TÜV dazu sagt? Endgeil. Das weiß auch der Kameramann, oder? Was der TÜV dazu sagt. Ich find's geil. Guckt euch mal die Felgen an, die finde ich auch geil. Leg mal deine Hand in das Tiefbett, das ist geil. I love you, hat mir Dennis was hingelegt da, guck mal. Von meiner Schwester. Ja, ja, hätte ich auch gesagt. Na, fest kommt ab. Das ist besser gesichert, das Auto wie Ford Cox. Kannst du hier romantisch irgendwo an die Elbe fahren, wenn es regnet? Kannst du deine Freundin hier so auf den Schoß nehmen, wenn du eine hast? Mit dem Auto hast du sicherlich bald eine. Nee, Mädchen gucken darauf nicht so. Also, wo ich wirklich mehr Glück habe, sind nicht bei Frauen. Dass die Kerle drauf gucken. Ja, es sind irgendwelche Erkans, Gürkans, die mich drauf ansprechen oder alte Leute. Das musst du wahrscheinlich umstellen. Das ist aber geil. Also ich find's ganz witzig hier, Leute. Ist auch mit Table Dance oder was? Toiletten mit Table Dance. Ach, da ist der Eingang. Brauchen wir jetzt nicht ganz ablaufen. Wa? Ein Labyrinth. Und ich glaube, da kannst du dich nicht. Man kann sich schon verlaufen. Alter, es geht da weiter. Ich will es nicht probieren. Das ist nicht so ein geiles Wetter. Und bei meinem Glück fängt es noch an zu regnen. Und dann. Oder wollen wir den jetzt probieren? Nee, da ist ja schon zu Ende. Ich bin nur hinterhergelaufen wie so ein Schaf, Alter. Niedlich, finde ich. Hier ist ein Gummimann. Gummi, Gummi, Gummi. Bevor du da jetzt reingehst, machen wir gemeinsam Warm-up. Ja? Perfekt. Seid ihr bereit? Achtung! Ey, aber der Arsch wird heiß! Ey, das ist es! Du musst wortlich sein hier! Wo bist du? Alter! Ich geh hier unten durch! Und dann ist hübsch wie ein Abgang! Die Bundeswehrparcours, die Hölle! Boah! Da muss ich gleich erstmal was trinken! Uiuiui! Ja, los, geh! Scheiße! Ich bin so weich! Süße! Steht da! Ey, wir müssen auf dem Parcours unbedingt nochmal hin. Am besten mit den Kindern und Dings oder wir Erwachsenen. Ey, das sind hier wie beim Autofahren, diese Betonroller. Scheiße! Yeah! Oh, Alter, Scheiße! Da kommt noch Fahrt drauf, ha? Was ist das denn? Ich hab Schiss! Rolle! Ey, das ist auch schon hoch, 3 Meter ist das, oder? Zwei! Ich hab Höhenangst, weißt du das? Hey, da war ich auch noch nicht.
dessen, wie das jetzt gemacht haben, fangen die Mädels ihre dritte Runde an. Ehrlich? Ja. Geil. Das Ding hier macht Laune. Das ist, sollt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Ja, das ist auch überdacht jetzt. Das ist ganz gut. Das, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und schaut mal hier rein. Ja, kannst du umdrehen, Party. Jetzt parkt er genau da. Entschuldigung, kannst du ein Stück weiter vor der Rückfahren? Ganz, oder nur ganz kurz? Ja, ist gut. Wo soll ich hin? Ein Stück vor oder zurück, weil ich will runter. Ich weiß nicht, wie ich bremsen kann. Kann sein, dass ich mich gleich aufs Maul packe. Quatsch, du musst schon, du bist nicht so schwer wie ich. Aber es hat Laune gemacht. So, Leute, das war's. Aus. Tschüss. Schubidubi. Peace. Eine Frechheit. Da hat mir einer die Tür zugepackt. Kann ich nicht mehr einsteigen. Was ist das? Hat einer geparkt da?